Gut, dann nehmen wir mal den Grill. Also die Hühner, dafür, dass sie bestimmt seit Tagen nichts gegessen und getrunken haben, denen geht es ja echt gut hier. Ui, und wenn das jetzt mal kommt, das war ja, glaube ich, schon mal, das ist ja bloß jetzt durch die Testversion wahrscheinlich noch nicht. Ah, nee, ist ja gar keine Testversion mehr. Naja, egal. Kommt bestimmt wieder, dass man die Hühner füttern muss. Dann wird es natürlich kriminell, dann muss ich mir noch überlegen, ob ich mir den Hühner hier anschaffe. Keine Ahnung. So, futtern wir mal schnell was. Ich muss ab und zu mal so gucken, wie es hier aussieht. Ach so, na komm, erstmal noch eine. Das hat noch nicht gereicht. Ach so, und dann werde ich mal das Trockenfleisch, das müsste ja jetzt fertig sein. Da packe ich auch erstmal einen Batzen ein, damit wir was für die Bude haben. Aber ich fürchte ja fast, wenn wir jetzt noch die Gears und alles bauen, dann ist schon wieder fast dunkel. Ich muss gucken, ob hier schon. Ah ja, die sind schon mal fertig. So, 14 Barren. Dann gucke ich mal, wie viele Gears wir jetzt schon bauen können. 3. Dann haben wir 4. Doch verrechnet, oder? Naja, egal. Hauptsache, wir bekommen das jetzt hier hin. So, dann müsste ja jetzt das auch schon fertig sein. Ne, immer noch 60 Minuten. Boah, das dauert, ne? Okay, ich brauche noch 2 Gears, alles klar. Achso, ich brauche bestimmt noch. Ach nee, brauche ich denn noch was? So Metal Scrap für. Ja, ich brauche noch 10 Metal Scrap, denn. Oh Gott. Hör doch auf. Ja, die Schaukel und so, das ist ja nicht respawned, was ja eigentlich gut ist, aber. Aber jetzt müsste ich ja wieder Ausdauer haben. Ja, das sieht gut aus. Ist irgendwas in. Ich kann nicht rennen. Achso, ich habe natürlich die Barren und alles jetzt hier drin. Ich habe doch gar nicht so viel. Achso, weil ich den Vorschlag einmal jetzt habe. Keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich zu viel habe. Nee, warte mal, wir packen mal. Also ich habe hier noch eine Batterie, warum auch immer ich die mitgenommen habe. Ach ja, hier steht noch unser Jeep drin. Boah, hier ist aber auch so dunkel, wa? Ach nee, die hatte ich ja hier drin, wa? Also ich bin hier so selten in meiner Garage hier. Irgendwo hatten wir doch die Batterien. Also die Autobatterien. Ach so, da oben geht's ja weiter mit den Schubfächern. Okay, da. Gut. Dann rühren wir das andere mal weg. Also eigentlich ist der Spot und das Haus ja schon cool, aber ich glaube, wenn man jetzt so schön sich da seine eigene Bude, ich mache jetzt nicht, dann ist mir egal, baut, dann ist das ja doch nochmal was anderes. So, jetzt habe ich schon vergessen, wo ich hier was habe. Ach Gott, jetzt habe ich ja noch so ein, aha, ich habe ja noch so ein Kram. Oh, warte mal, da war ein Metal Scrap drin. Ups. Ist sonst irgendwo was versteckt? Mein Gott, voll der Messi hier, ey. So. Wo habe ich denn das hochwertige Metal Scrap gelassen? Hä? Warte mal, 1, 2, 3. Ach, hier, okay. Also nicht thematisch da, sondern okay, alles klar. Gut. Dann, ja, brauchen wir trotzdem noch 2. Mist. Oh, jetzt regnet es auch noch. Hier wird doch nichts erspart heute. Ich fahre mal nach vorne, da ist der Pimmel auch noch Autos und so. Ah, kann man den Lockholder eigentlich mitnehmen? Oder muss ich den neu bauen? Das wäre vielleicht auch noch ganz cool in der neuen. Ah, ich könnte den Wohnwagen hier. Ich habe ja genug Wohnwagen. Wow. Das sah fast aus wie ein Stunt-Motor aus. So. Gut. Ich glaube, den kann man ja auch kaputt kloppen, oder? War es nicht so? Oder auch doch nicht. Nee. Dann ist so. Ich würde auch viel mehr mit dem Wohnwagen noch machen, aber ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob das so sinnig ist. Also so eine fahrbare Bude ist schon cool bestimmt. Aber. Ach, guck mal, ich so was rum.
Dadurch, dass er auch so sperrig ist und wir dann wahrscheinlich nicht überall langkommen damit, bin ich mir noch nicht sicher. Boah, was wird das erst, wenn der Tunnel da auf ist und man die andere Welt auch noch mit nutzen darf? Das wird ein Spaß. Ich glaube, dann müsste eigentlich das Spiel eigentlich auch schon dann wirklich fertig sein. Also dann wüsste ich ja nicht, was da noch kommen soll, außer natürlich ein paar DLCs und so. Ach, ich habe irgendwo in irgendeinem anderen Video gesehen, da sind die Seeker irgendwo anders lang. Wo war denn das? Ach ja, bei der Kirche, die wir hier auf der Karte haben, da waren auch Seeker auf einmal. Ich so, ey, wir haben doch da keine Seeker gehabt, oder? Also wir hatten einmal vor dem Tunnel da, in dem kleinen Gebiet, so viele Motoren, die jetzt hier überall rumliegen. Ich nehme jetzt nicht noch eine Batterie mit, das ist mir jetzt, boah, jetzt nicht. Okay, wir haben auch eigentlich genug jetzt. Genau. Da hatte ich ja Seeker mal gesehen, aber ich dachte, weil es ja eben neblig war, die sind durch den Nebel da gespawnt. Aber die Seeker, die ich in dem auch bei einem anderen Streamer gesehen habe, oder es war auch bei derselben Dame, waren die so mitten am Tag, sind die da bei der Kirche rumgewandert. Das hat mich echt gewundert. Weil jetzt wieder waren, war da nichts. Aber gut. War ja vielleicht ganz gut so, dass da keiner war. Gut, dann werden wir mal hier. Ach Mist, ich habe meine Taschenlampe noch an. Das hat mich mein Taschenlampenbeauftragter nicht dran erinnert. So, Take Locks. Oh ne, man kann den das nicht mitnehmen. Gut, dann müssen wir eben einen neuen bauen. Das ist ja nicht so schlimm. So. Ist das jetzt immer noch nicht? Immer noch 60? Hä? Oh nein, ich habe vergessen auf Mail zu drücken. Oh no. Ach, hör doch auf. Wir brauchen jetzt noch 8. Ja. Nee, eigentlich 6. Nee, egal. Dann haben wir ein paar mehr wieder. Oh, ich habe nicht auf Mail gedrückt. Boah, Olli, ey. Du bist ja ein Held. Gut, dann hauen wir wenigstens schon mal die paar Sachen hier wieder rein. Alles fürs Häuschen. So, 10 Stück brauchen wir, um... So, geht ja nicht, ja klar. Einen Generator zu bauen. Dann haben wir hier noch Woodscrap. Ach, ich habe hier noch Stoff. Mal gucken, ob ich da oben überhaupt noch Platz habe im Schlafzimmer. Ach nee, hier ist alles voll. Ach komm, ich schmeiß das jetzt hier rein. So, dann habe ich noch Blätter und Woodscrap. Mein Gott, ist das dunkel. Als einziges doofe, also klar, ist ja logisch, dass mein Generator auch immer einschalten muss, aber das ist schon immer ein bisschen umständlich irgendwie. Ach ne, weil ich gerade hier vorbeirenne, sollten wir vielleicht mal uns was zu essen mitnehmen, wie wir es gesagt haben. Also es ist ja ätzend, wenn man laufend in die Base fahren muss, nur um was zu essen. Das kann man ja dann auch da machen. So, ich lasse mal 3 hier. Falls mal was ist, dann haben wir hier auch noch was zu futtern. Und das packe ich dann ordnungsgemäß in eine Holzkiste, damit es noch weiter reifen kann. Vielleicht, keine Ahnung. Gut. So, Woodscrap und Blatt. Das machen wir hier rein. Woodscrap und Blätter haben wir hier, genau. Habe ich sonst irgendwas, was ich noch für die Bude brauche? Ne, ich glaube erstmal nicht. Ich brauche bestimmt noch irgendwas, aber das ist dann eben hier. Ach, die Axt wollte ich mir nochmal anschauen. Die ist bei 11,4. Was brauche ich dafür, um die zu reparieren? Okay, ich habe ja eh eins zu viel, denn wenn ich jetzt fertig gebaut, aber ich habe keine Bretter gerade hier. Achso, ich habe keine Säge mit. Oder haben wir hier noch irgendwo Bretter rumliegen? Ja, aber nur 3, okay. Dann nehmen wir die Säge mit, die auch bald durch ist. Ach, so Mist, alles. Alles geht hier kaputt. So. Dann sehen wir mal ein,
Achso, warte, ich drücke auf die Taste. Seid nicht ungeduldig. So, jetzt. Gut, dann machen wir den noch. Und dann sollten wir genügend haben, um dann unsere Axt zu reparieren. Aber vorher gucke ich nochmal nach. Jetzt müsste ja unsere Barren fertig sein. Dann kann ich nämlich gleich schon mal die mitnehmen. Ah ne, ich muss ja die Gears bauen. Und dann sehe ich ja, was übrig bleibt. Okay. Wir haben 4 Gears, wir brauchen 6. Das heißt, wir brauchen 2. Was für eine Rechnung. So. Perfekt. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir bestimmt wieder gleich Klebeband für die Axt, oder war das nicht so? Ja. Klebeband haben wir hier drin. 2-mal, glaube ich. Gut. Okay, dann reparieren wir sie mal. Ich glaube, irgendwann, also eigentlich macht es wahrscheinlich mehr Sinn, da was Neues oder so. Aber egal. Wir sind ja hier, wir wollen ja alles ordnungsgemäß machen. Gut, dann könnte ich jetzt... Ah, ich brauche noch 20 Components. Ja, ja. Ich glaube, so viel... Wovon komme ich denn jetzt? So, 8, 16 und Split Half. Dann haben wir 20, okay. Ach, den kann ich ja so bauen, oder? Okay. Kann ich den denn, ja gut, den kann ich jetzt nur aufs Auto. Ich brauche einen Hammer. Also einen kleinen Hammer, nicht den, den wir in der Hand haben hier. Da. Ach, der ist auch fast durch schon wieder. Naja. Wenn man so viel am Basteln ist, was. Gut. Ach so, die muss ich erstmal irgendwo hinstellen. Alles klar, nee, dann lassen wir das mal. Das muss ich ja nicht hier machen. So, das haben wir repariert, haben wir wieder da, okay. Tja. Dann sieht das doch gut aus. Wie sieht's mit Hunger und, na, Hunger habe ich. Ich würde vielleicht mal die... vielleicht von den Dosen hier was essen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt da zu viel wegmampfen irgendwie. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr. Wir haben noch ein paar Riegel. Die könnten wir eigentlich auch mal auffuttern, weil da mal Eat. Das macht zwar erstmal nicht groß satt, aber bevor die jetzt vor sich hinschimmeln hier, können wir die ja auch essen. Gut, lassen wir den noch. Wie genussvoll ja diese Snacks ist, das ist schon Wahnsinn. Okay. Juti. Dann haben wir ein bisschen was. Ja, okay. Trinken. Warte mal, wir können ja hier so eine Soda oder so trinken. So. Okay. Den Barren würde ich nochmal rausbringen wieder. Damit das nicht verloren geht. So. Gut. Ich habe dann aber auch alles mit, wenn ich da das Ding bauen will. Ja, okay. Ich überlege gerade, das kann ich eigentlich jetzt noch machen. Ich kann da jetzt schon rüberfahren. Ich brauche doch jetzt hier erstmal nichts. Dann mache ich hier Licht aus. Ist zwar da auch gleich dunkel, aber dann können wir gleich da pennen. Dann haben wir schon alles da. Ich muss dann den Generator ausmachen. So. Und dann passen meine Wachhühner hier auf, dass hier nichts passiert. So, Klappe zu. Und dann fahren wir mal in unser Häuschen. Huch, wow. Bisschen irritiert durch die Bank. Wo bin ich denn jetzt rüber gestolpert? Mann. Oh Mist, wo war denn der Wagen? Hier war in der... Grün, wa? Ja. Uje, uje. Das war ja mal wieder.
So, wo ist mein Interact-Zeichen? Eben hatte ich es. Jetzt hier. Ja. Stell's da ein. 30 Minuten. Ja, mach mal ruhig, damit es richtig schön dunkel wieder ist. Mann, Mann, Mann. Okay. Interact. Achso. Die Tür. Da lang. Hab gerade leichte Orientierungsschwierigkeiten gehabt. So, Licht an. Gut. Ach, ich wollte nochmal gucken, ob da irgendwelche Bäume denn da auch gleich gespawnt sind. Weil ich ja da ein bisschen die Befürchtung habe, dass wenn wir da was bauen, da uns die Häuser ins, da reinwachsen. Gut, dann können wir jetzt hier durch, hoffe ich. Ah ne, ist ja noch eins weiter. So, und unser Häuschen ist fast gar nicht zu sehen hier irgendwie in dem dunklen Wald. Aber egal. Ich habe die Tür offen gelassen, das ist nicht gut. Das muss ich ändern. Genau, ich werde sowieso mal irgendwie den Vorschlaghammer mal kurz wieder beiseite packen, weil ich lade bloß mal einfach so nach. Das hat jetzt keine Bewandtnis, ich will jetzt keiner schießen. Ach ja, eine Treppe brauchen wir ja auch noch. Mein Gott. Man hat zu tun. Gut, dann würde ich erstmal pennen hier, weil dann ich würde gerne im Hellen bauen. Das ist mir sonst nichts. Machen wir auf. Ja, komm, wir machen 14 Stunden. Passt schon. So, und schon haben wir wieder Hunger. Dann würde ich mal. Ach nee, eine Holzbox hatten wir ja unser Essen. Würde ich mal was futtern. Fangen wir hier an. Da haben die Schokoriegel scheinbar nicht so lange gehalten. Aber das ist ja auch klar. So. Noch ein. Dann, ja, trinken wir was und dann sollten wir erstmal genügend haben, um hier weiterzumachen. Oh, wir haben hier heute noch gar nicht angefangen eigentlich. Aber ja gut, wir brauchten ja eben so ein paar Sachen. So, ich würde mal die Bank, die wollten wir, glaube ich, oder wollte ich, da oben auf die Veranda bauen oder hinstellen erstmal. Ja. So passt das doch, oder? Dann kann man schön so rausgucken. Ja, vielleicht mehr so mittig. Ja. Und warum, was habe ich da alles denn mit? Das ist so schwer. Achso, ich habe diesen blöden Wagenheber auch noch. Aber was habe ich denn sonst noch so in meinem Koffer? Ach, jetzt habe ich den Vorschlaghammer natürlich da drin. Ah ja, klar, dann ist es natürlich schwer. Das ist logisch. Gut. Aufgemacht. Huch, da ist irgendwie so ein Zweig in meinem Auto. So, das und den Wagen hier machen wir wieder hier rein. Okay. Und hier Metal Scrap brauchen wir gleich für den Generator. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Den Generator, den könnte man ja eigentlich so auch so hinter das Haus bauen. Wenn ich hier. Also, naja gut, wir sitzen ja nicht wirklich in live hier, aber hier wäre natürlich irgendwie blöd, weil wenn ich mich schön draußen hier hinsetzen wollen würde, dann den knatternden Generator daneben, das ist ja auch irgendwie nicht so cool. Naja, wir stellen ihn mal, wir bauen ihn erstmal dahin. Ich glaube, versetzen können wir den ja eh noch irgendwie. Das sollte ja nicht wussten, irgendwie vorne und hinten. Tja, wenn man das wüsste. Naja, ich baue den erstmal und dann werden wir ja sehen. Stündchen. So. Dann schauen wir mal. Ist das wirklich? Ist egal. 30 Meter. Das ist so wie vorher, dass es eben so eine Range hat einfach. Okay. Dann füllen wir da schon mal das flüssige Tierfett rein.
Wo immer wir das auch haben. Aber ich hab's mitgenommen, oder? Muss aber den Kurier wegpacken. Ach man. Kratzt heute im Hals etwas. So. Den Grill würde ich hier so hinbauen. Ja, das sieht doch gut aus. Habe ich wirklich das Öl mitgenommen? Ja, okay. Ich dachte schon. Okay, das heißt, wir müssen viel mehr Tiere noch, denn also schießen. Ich glaube, Fett habe ich aber eigentlich noch, glaube ich, in der Bude. Das muss ich dann mal alles einschmelzen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für auch. Wie, wo sehe ich denn? Also ich fülle das jetzt alles hier rein, aber wo sehe ich denn, wie viel da drin ist? Ach hier, andere Seite. Sollte man natürlich auf die andere Seite gucken. Okay. Da ist es drin. Okay. Das reicht jetzt für 5 Tage. Ja gut, ich würde es ja eh nie durchgehend anhaben. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt das Ding anmachen, dann können wir jetzt drin doch unser Lämpchen anmachen, oder wie? Nee, das geht nicht. Okay. Schade. Das geht nicht wegen dieser Steckdosenmethode. Das ist ja doof. Kann man denn schon Steckdosen oder irgendwie so ein Kram bauen? Nee, das geht wahrscheinlich noch nicht. Elektrizität. Glühbirnen. Ja. Vielleicht an der Werkbank? Irgendwas? Licht? Nö. Also klar können wir Licht bauen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir da ein, zwei bauen. Oder ich hau einfach Fackeln hier rein. Aber die sind dann auch immer irgendwann alle. Das ist dann auch blöd. Okay. Ja, schade. Ich dachte, man kann vielleicht die... Aber na gut, das sieht ja optisch wenigstens auch ganz nett aus. Dann eben das. So, machen wir jetzt mal aus, brauchen wir jetzt mal nicht. Okay, jetzt gucken wir mal unser Häuschen erstmal nochmal bei Tageslicht so an. Ja, das sieht schon mal gut aus. Eine Treppe brauchen wir noch. Weil sonst... Also hier kommt zwar auch so hoch, aber... Soll ja auch ein bisschen schick aussehen. So. Dann würde ich sagen... So, dass auch der NPC hier hoch kann. Der... So. Und dann, also mit 42% bin ich immer ganz, Grad bin ich immer ganz gut gefahren. Ja. Ah ja, ich habe ja natürlich nichts im Rucksack. Die Dinger müssen ich irgendwie dann wegschmeißen, weil da brauchen wir, können wir auf die Schnelle hier so Mülleimer bauen? Oder brauchen wir wieder dafür irgendwelche Sachen, die wir nicht haben? Ja, 2 Bretter, ja doch, das würden wir hinkriegen, aber ist natürlich ganz schön aufwendig für so ein bisschen. Naja, egal. Bretter brauchen wir. Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder da und... Achso, ich muss vielleicht auch mal speichern wieder. Huch, ja, genau. Umbringen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht wieder in dieses komische Nirgendwo fallen. Da ist ja irgendwo... Ach, da hätten die noch Baumstamm. Habe ich ja letztes Mal ja durchgeglitscht. Das war nicht so schön. So, vielleicht soll ich mir aber auch eine Säge flippen. Ach, habe ich. Okay, alles klar. Na, tanzen wir jetzt nochmal zu Ende irgendwann? Na, nehmen wir jetzt mal dich. Er wehrt sich eben noch. So. Machen wir vielleicht... Oh nein, Nebel's jetzt. Oh no. Das hat hier natürlich nochmal eine andere Bedeutung, weil hier laufen ja tatsächlich den Zombies rum und letztes Mal haben wir ja auch... Oh nein, das geht so natürlich nicht. Was ist denn hier los? Das geht so nicht. Aber gut, wir müssen erstmal gucken, was jetzt hier passiert. Aber ist ganz cool, dann können wir gleich mal schauen, wie sich das jetzt hier so verhält.
trotzdem nochmal, ich muss noch mal kurz was gucken. Also irgendwie gefällt mir das hier gerade vom. Ich habe ja, wie gesagt, nichts verändert, aber wenn ich runtergehe, wird es ja eher dunkler. Ich würde mal wieder hochgehen. Ich glaube, das hat mir vorher besser gefallen. Ja, so ist ein bisschen besser. Also finde ich zumindest. Oh, hier, genau, da trocknen ja noch die Felle. Sind aber noch nicht so weit. Nee. So, dann guck mal hier, ihr Zombies. Kommt mich mal besuchen. Okay, wie gesagt, Zäune können wir ja hier leider nicht raufbauen. Was haben wir denn hier überhaupt noch alles? Ach ja, den Wassertank. Das können wir auch noch bauen. Also den großen. Ja, das können wir auch alles später noch machen. So, aber so ein Zaun. Wie ist das eigentlich, wenn man. Geht auch nicht. Ich höre auch irgendwie gar keine Musik. Ist das jetzt, aber ist doch Nebel, oder? Ja. Die sind wahrscheinlich noch nicht so weit. So, das ging ja nicht, dass man hier praktisch das hier raufbaut. Das. Wenn man. Kann ich den in der Höhe verstellen? Nee. Ach, geht auch nicht. Oh, guck. Da kommen schon die ersten angewatschelt. Ganz schön viel. Wenn ich jetzt auf einen schieße, dann kommen sie alle an wahrscheinlich. Oh. Oh, guckt mal. Alter Falter. Was ist denn hier los? Wow. Jetzt sind ja einige unterwegs, wa? Na, komm. Da geht ja einiges ab. Ich habe bloß ein bisschen Angst, wenn wir jetzt schießen und die kommen alle an, dass sie irgendwie gegen unser Haus steppern und das kaputt machen irgendwie. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das hatte ich gerade bei Sunkenland irgendwie. Das hat mir gar nicht gefallen. Aber guck mal, da sind doch. Ah, der hat mich entdeckt. Okay. Was macht der denn dann eigentlich? Haut der irgendwo gegen? Nee. Nee, okay. Passiert nichts. Ich speichere mal. Huch. Oh doch, jetzt. Oh nein. So haben wir nicht gewettet hier. Hab ich so gedacht, was? Krass. Das gibt ein Grillfest hier heute. Ein Brett hin, wo ich den Zaun hin haben will. Was genau meinst du mit Brett? Also ich weiß, was ein Brett ist, aber aus welcher Kategorie? Also das geht ja wahrscheinlich nicht. Wegen einer Rampe für die. Also ich wollte ja auch so eine Art kleine Garage noch bauen. Okay. Ah, ich habe keinen. Ah doch, da ist eins, okay. Das soll ich dann da einfach hinschmeißen oder wie? Aber und jetzt? Jetzt kann ich da einen Zaun bauen, meinst du? Tatsächlich. Wie krass ist das denn bitte? Das ist schon merkwürdig. Irgendwie, wie geht sowas immer? Okay, kann ich den denn. Oh, das, okay, dann muss ich das Brett wahrscheinlich ein bisschen weiter. Ah, ich kann es ja carryen. Okay, das ist ja natürlich noch besser. Kann es auch drehen. Damit es dann ein bisschen. Ach, Mensch, das sollst du nicht immer.
So, wenn ich das da hinlege, dann kann ich also praktisch einen Zaun bauen. Cool. Kriegt man denn so ein Wissen hier? Macht man erst. Probiert man das aus oder stand das wieder irgendwo und ich hab's nicht gesehen? Kann ich denn gleich dann immer da andocken oder muss ich jedes Mal ein Brett da hinlegen? Das wäre jetzt nochmal eine Frage. Aber wenn das geht. Okay, also er braucht mal irgendwas darunter, um irgendwas zu machen. So wie ich das verstehe. So, ich würde mal kurz runtergehen und gucken, ob uns unsere Nachbarn ein bisschen schönes Loot mitgebracht haben. Oh. Geht ihr von der Karre weg hier? Finger weg. Ist vielleicht gar nicht so klug, eine Treppe hier reinzubauen, weil die kommen ja gar nicht die Veranda hoch. Vielleicht lasse ich das ohne Treppe. Würde ich zwar ein bisschen schade finden. Naja, eine Kartoffel. Naja, ich werde hier auf jeden Fall auch irgendwas anbauen, glaube ich. Bisschen aufpassen hier, dass keiner in den Rücken fällt. Was bestimmt passieren wird. Oh, der hat ein bisschen was bei. Tja, Zombies haben alle Zigaretten bei. Jetzt weiß man ja, warum sie so geworden sind wahrscheinlich. Rauchen ist schädlich. So will man ja da nicht aussehen, wenn man raucht.